Hallo und guten Tag, mein Name ist Martin Dreher und ich möchte Ihnen heute wieder etwas Neues aus dem DFDA-Technologiezentrum oder der DFDA-Akademie für den Verpackungsdruck präsentieren. Kommen wir zu unserem dritten der Hauptdruckverfahren, nämlich dem Flachdruck. Der Flachdruck ist wieder ein Überbegriff, das heißt, der definiert ein Verfahren oder eine Verfahrensklasse derer, die in flacher Manier operieren seitens ihrer Druckform. Bezogen auf die gesamten Mengen, die drucktechnisch produziert werden weltweit, ist das das vorderste der Druckverfahren, weil halt viele Zeitungen, Prospekte, Kataloge, Werbemittel und bis hin zu Büchern heute in diesem Verfahren produziert werden. Natürlich im dann Abkömmling, so, dem sogenannten Offset-Druck, da kommen wir später drauf zurück. Für die Verpackungen zählt er natürlich auch, ist dort die Nummer 3. Er macht die Faltschachteln oder die Vordrucke von Wellpappe-Verpackungen, auch bei Bechern oder bei Nassleim-Etiketten, In-Mode-Labels und Metalldosen, dem sogenannten Blechdruck, kommt der Flachdruck zur Anwendung.